Die Frankfurter Allee in Berlin. An mehr als 35 Tagen wird neben anderen Verkehrsschwerpunkten in der Hauptstadt auch hier der von der EU vorgeschriebene Grenzwert von Stickoxid überschritten. Mit 40% ist dabei der Straßenverkehr der Hauptverursacher der gesundheitsbelastenden Emission. Und damit sind wir bei dem momentan heftig umstrittenen Diesel. Mit Software-Updates und einer Umweltprämie hatten die führenden deutschen Autohersteller gemeinsam mit der Bundesregierung vor 2 Wochen beschlossen, drohende Fahrverbote abzuwenden und betrogenen Kunden entgegenzukommen. Schon damals bewertete die Deutsche Umwelthilfe die Ergebnisse als Nullnummer. In 16 Städten laufen derzeit Klagen der Organisation gegen die entsprechenden Verwaltungen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Grenzwerte einzuhalten. Und seit dem Stuttgarter Urteil scheinen Fahrverbote auch eine reale Option zu sein. Jetzt setzte die Deutsche Umwelthilfe noch einen drauf. Nach dem enttäuschenden Gipfel präsentierte sie einen Forderungskatalog, der es in sich hat. Wir fordern ganz konkret Dieselfahrverbote ab 2018, ohne jetzt auf die letzten Gerichtsentscheidungen zu erwarten. Wir fordern von der Automobilindustrie ab 2018 nur noch Dieselfahrzeuge anzubieten, die Grenzwerte unmittelbar einhalten, nicht nur im Labor, sondern auf der Straße. Und wir fordern für die 8,7 Millionen betrogenen Besitzer von Euro 5 und Euro 6 Diesel, dass die Autoindustrie ihnen eine funktionierende Abgasreinigungsanlage einbaut, die sicherstellt, dass diese Fahrzeuge auch weiterhin in die Innenstädte einfahren können, die auch sicherstellt, dass die Menschen nicht vergiftet werden und die damit auch den Werterhalt dieser Fahrzeuge gewährleistet. Mit einem alleinigen Software-Update gäbe es keine Chance, die Grenzwerte einzuhalten. Sie seien Makulatur, intransparent und deswegen indiskutabel. Die Software-Updates haben ein Potenzial von 2% Reduktion der Stickstoffdioxidbelastung in den Städten. Wir müssen aber um 50% runterkommen. Deswegen sind sie nicht nur nach Meinung der Deutschen Umwelthilfe ungeeignet, auch das Verwaltungsgericht in Stuttgart hat Software-Updates als vollkommen ungeeignet abgelehnt in seinem Urteil zu Stuttgart. Wir brauchen eine Hardware-Nachrüstung, das heißt die 8,7 Millionen Dieselfahrzeuge, Euro 5 und Euro 6, die im Moment mit besonders hohen Abgaswerten die Innenstädte belasten, die müssen durch einen amtlich verfügten Rückruf eine neue Abgasanlage eingebaut bekommen, harnstoffgetriebene Abgasanlage, mit der eben dann erfolgreich die Schadstoffe reduziert werden. Und das ist ohne weiteres möglich, bestätigt der ehemalige Abteilungsleiter für Verkehr im Umweltbundesamt Axel Friedrich, der der Umwelthilfe als Experte beratend zur Seite steht. So sei das Argument, dass es für eine entsprechende Nachrüstung an Platz mangele, blanker Unsinn. Wir haben ja in vielen Fällen die gleichen Modelle, Euro 5 und Euro 6. Das heißt, Euro 5 ohne SCR-System, also ohne Katalysator mit AdBlue, mit Euro 6 mit. Das heißt, wir machen eigentlich das Gleiche. Wir bauen das, was in neuen, modernen Fahrzeugen eingebaut worden ist, nur in die alten Fahrzeuge ein. Und da ist der Platz natürlich vorhanden und wir haben bisher noch keinen Fall gefunden, wo wir keinen Platz gefunden haben. Würde das an der Fahrtüchtigkeit des Autos in irgendeiner Weise etwas ausmachen? Wenn Sie nach dem Motor was einbauen, gegen so ein Software-Update haben Sie keine Beeinflussung des Motors, denn Sie greifen ja nicht in die Motorsteuerung ein. Sie machen ja nur eine Nachbehandlung des Abgases hinterher. Das heißt, die ändern an dem Fahrzeug nichts. Doch die am Gipfel teilnehmenden Konzernchefs von BMW, Mercedes und VW erteilten vor 2 Wochen einer Nachrüstung eine klare Absage. Wir halten es im Grunde genommen für ausgeschlossen, Hardware-Nachrüstungen vorzunehmen. Einmal des Aufwandes wegen, aber auch, weil die Wirkung fragwürdig ist. Und ich für mein Unternehmen kann nur sagen, ich möchte meine Ingenieure eigentlich gern zukunftsorientiert arbeiten lassen. Das heißt, an der Optimierung der Dinge und nicht rückwärtsgewandt an Motoren arbeiten, die 10 und 15 Jahre alt sind. Für Axel Friedrich hat diese Haltung nur einen Grund. Es geht immer nur ums Geld. Auch die ganzen Brückereien wurden ja nur gemacht, um Geld zu sparen. Zulasten der Gesundheit der Menschen, zulasten der Umwelt. Und hier geht es genauso darum, wenn ich nämlich eine einfache Software-Update-Lösung habe, die aber nicht funktioniert, dann kostet es für den Hersteller vielleicht 50 Euro, 80 Euro. Wenn ich Nachrüstung machen muss, dann kostet es ihn vielleicht 1.500 Euro. Und das ist natürlich Geld, was sie nicht ausgeben wollen. Wie gesagt, immer das Gleiche. Es geht nur um die Frage, wie viel Geld verdiene ich und die Industrie verdient gut. Wir sind der Auffassung, dass die Bürger, die im Glauben an einen sauberen und klimafreundlichen Diesel man kann sich anders sagen, betrogen wurden, einen Anspruch darauf haben, dass die Industrie dieses betrügerisch erzielte
Geld zurückzahlt in der Form, dass sie entweder den Kaufvertrag rückgängig machen und das Geld wieder auszahlen oder eben das Fahrzeug so nachbessern, dass man langfristig in Innenstädte mit diesem Fahrzeug einfahren kann, weil es sauber ist. Nebenbei würde dann auch der Wertverlust gestoppt. Das heißt, Sie warnen auch ganz konkret davor, jetzt ein Dieselfahrzeug zu kaufen, sprich dann auch diese Umweltprämie in Anspruch zu nehmen. Die Deutsche Umwelthilfe empfiehlt bei der Umweltprämie ausschließlich Fahrzeuge mit Erdgasantrieb, mit Benzinhybrid oder Elektroantrieb zu wählen, auf keinen Fall Dieselfahrzeuge kaufen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Automobilindustrie hat durchgesetzt, dass bis 2023 Dieselneufahrzeuge auf der Straße zum Teil um ein Vielfaches schmutziger bleiben dürfen als im Labor. Und solche Fahrzeuge dürfen nicht in deutsche Städte hineinfahren. Auch der ADAC, auch der Automobilverband ACE haben sich unserer Forderung angeschlossen und empfehlen im Moment keinen einzigen Diesel, der eben gekauft werden kann. Und das will ja schon was heißen, wenn Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen gemeinsam mit dem ADAC vor dem Kauf von neuen Dieseln warnen. Herr Resch, nun heißt es immer, wir können auf Dieselfahrzeuge nicht verzichten, wenn wir den Luftreinhalteplan der Städte angucken, weil wir diese Fahrzeuge brauchen, wegen des geringen CO2-Ausstoßes. Was sagen Sie dazu? Naja, da gucke ich erstmal in die Statistik und stelle fest, dass seit 10 Jahren die Neuwagenzulassungen, die im Kraftfahrtbundesamt in Flensburg erfasst werden, keine Unterschiede aufweisen bei den CO2-Werten zwischen Benzinern und Dieselfahrzeugen. Woher kommt dieser Gleichstand? Dieselfahrzeuge sind in der Zwischenzeit vor allen Dingen SUVs. Das sind eher schwerere Fahrzeuge, Fahrzeuge mit einer hohen Motorisierung. Das heißt, der mögliche Effizienzvorteil des Motors wird mehr als wettgemacht, dass eben diese Motoren in immer größere, teilweise monströse Autos eingebaut werden, die in unseren Städten nichts zu suchen haben. Und deswegen sagen, aus diesem Grund sagt auch die Deutsche Umwelthilfe, Dieselfahrzeuge sind überhaupt noch dann akzeptabel, wenn die Grenzwerte sicher auf der Straße auch in den Wintermonaten eingehalten werden und eben eine entsprechend hohe Effizienz auch gegeben ist. Das sehen wir nicht bei SUVs. Vielleicht wird es in der Zukunft noch bestimmte Fahrzeuge geben im Bereich der Kombis, die empfohlen werden können. Im Moment würden wir aus Klimaschutz- und Luftreinhaltegründen von Dieselfahrzeugen abraten. Und was fordern Sie für die kleinen mittelständischen Betriebe oder überhaupt für die Wirtschaft, die ja auch viel mit Dieselfahrzeugen unterwegs ist, die vielleicht auch nicht so neu sind, vielleicht Euro 4 oder Euro 3 nur haben? Bei Euro 3 Fahrzeugen ist es so, dass die meisten schon nicht mehr in die Umweltzonen einfahren dürfen, weil sie nicht die grüne Plakette haben, sodass sich das Problem insbesondere bei Euro 4 Fahrzeugen darstellt. Hier meinen wir, dass wir gerade den Handwerker, auch den Lieferbetrieben helfen müssen. Da gibt es ein klassisches Instrument, die Nachrüstung über entsprechende Fachwerkstätten. Hier wäre der Bund gefordert, eine sogenannte Anlage 29 in Rekordzeit zu erarbeiten und eben zu definieren, nach welchen Standards dann ein Euro 4 Fahrzeug mit Partikelfilter und mit einer funktionierenden harnstoffgesteuerten Abgasreinigungsanlage ausgestattet werden kann. Ich bin gespannt, ob es vielleicht eine neue Bundesregierung hinbekommt, und dass wir eben dann auch günstige Rahmenbedingungen haben, versuchen wir jetzt in den nächsten 6 Wochen die Parteien hier festzunageln auf Positionen. Wir möchten ganz klar wissen, was jetzt für die Luftreinhaltung nicht im Jahr 2030, sondern 2017 und 2018 für Maßnahmen ergriffen werden. Wir möchten, dass alle Bürger 2018 ohne Probleme kraftvoll einatmen können und eine saubere Luft in unseren Städten Standard wird. Die Deutsche Umwelthilfe will jetzt den Wahlkampf nutzen, um die Parteien zu zwingen, Farbe zu bekennen. Langfristige Strategien für den Weg in die Elektromobilität zählen für sie nicht. Jetzt muss die Luft sauberer werden, jetzt braucht es Maßnahmen. In der Zeit der Versprechen und Lippenbekenntnisse kein leichtes Unterfangen. Und beim Thema Fahrverbote wird es die Umweltorganisation sehr schwer haben, in der Politik Partner zu finden.